Heute werden eure, genau eure N-Teams mein FIFA 22 Team bestimmen. Auf Twitter habe ich einen Tweet rausgehauen und dich gefragt, was ist euer FIFA 22 N-Team? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie sieht euer Team aus? Und das Glücksrad wird dann entscheiden, wen von den ganzen Teams ich dann immer nehmen soll für mein eigenes Team. Ich bin gespannt auf eure Teams. Wir schauen uns den Tweet an. Let's go. So, wir sind auf Twitter angekommen und hier seht ihr den Tweet. Schickt mir eure FIFA 22 N-Teams. Ich habe noch nicht reingeschaut, was da jetzt auf mich zukommt. Falls du mir noch nicht auf Twitter folgst, macht das unbedingt. Julius FGU heiße ich dort und dann verpasst ihr solche Dinger auch nicht mehr. Und dann gehen wir jetzt hier rein und ich würde sagen, das erste Team, was mir hier angezeigt wird, ist hier vom Halil Aydin und Bro, was soll ich euch sagen? Es ist ein super geiles Team. Salah, den habe ich zum Beispiel noch nicht abgeschlossen, aber er hat halt den 99er Salah drin, 99er Cristiano Ronaldo, 99er Messi. Bro, du musst hier noch den Moments Pelé holen, aber ansonsten ist das eine 10 von 10. Ich würde sagen, aus dem Team picken wir uns direkt einen raus. Das war das erste Team, was mir angezeigt wurde. Von daher, Glücksrad, du darfst entscheiden. So, Jungs, das Glücksrad ist vorbereitet mit allen Spielern aus seinem Team. Und dann drehen wir das erste Mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Torhüter bekomme, dann ist die Torhüterposition danach natürlich weg. Und wir starten hier ganz entspannt mit einer 99er Lionel Messi-Karte rein. Feier ich, den kaufen wir. Okay, let's go. Lionel Messi, 1,69 Millionen Münzen. Ist wirklich günstig für so einen Messi, muss ich wirklich sagen. Ist günstig. Dabei kann man den, glaube ich, aktuell gar nicht ziehen. Vielleicht, ja, zur zweiten Batch, wenn das Video rauskommt, dann wahrscheinlich schon. Sieht aber auch wirklich spielbar aus, die Karte. Und ich bin mir sicher, dass wir den heute noch in dem ein oder anderen Team von euch schlingeln sehen werden. Die Teams sehen generell sehr, sehr oft sehr gleich aus. Aber wir schauen einfach mal rein. So, weiter geht's. Wir sind zurück auf Twitter. Hab hier auch noch ein sehr schönes Team vom guten Hamed Loco eingesendet bekommen. Ihr seht es hier gerade nicht ganz, deswegen lasst es einmal so. Ja, was ist denn das? Ist es FIFA 18? Kann das sein? Ich glaube, das ist FIFA 18 oder so, oder? Sieht auf jeden Fall nice aus, aber davon können wir jetzt leider keinen nehmen, weil ja, ich habe euch nach den FIFA 22 Teams gefragt, aber Grüße gehen raus an Hamed. Ich würde sagen, ja, Digga, ihr habt mir so viele Teams zugeschickt. Ich gucke jetzt einmal kurz nicht hin und stopp. Digga, Niki. Wallah, Krise. Okay, ich guck wieder nicht hin und stopp. Okay, dieses Mal ist es das Team hier. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Donnarumma am Tor wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Amafi habe ich leider nicht, aber sonst 10 von 10. Messi ist auch wieder am Start. Di Maria. Bei ihm ist das Besondere, dass er einen Vlahovic drin hat. Ich glaube, das sieht man nicht bei so vielen Leuten. Deswegen, wir fragen das Glücksrad, wen wir dieses Mal nehmen sollen. So, das Glücksrad ist vorbereitet. Wir drehen dran. Messi habe ich jetzt natürlich nicht nochmal mit reingenommen. Komm, Di Natale hätte ich gerne, nehme ich sehr, sehr gerne mit. Di Natale ist überragend, auf den habe ich Bock. Rein mit dir ins Team. Der Kollege ist auch echt wieder gut gestiegen, der war schon mal günstiger, kostet aktuell aber trotzdem nur 275.000 Münzen, was ich extrem günstig finde für so eine krasse Karte. Also 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot, der ist glaube ich nur so günstig, weil er halt nicht noch die 5-Star Weakfoot hat, weil dann sind die Spieler ja auch wirklich unspielbar. Also das geht gar nicht. Di Natale, willkommen im Team. Ich würde sagen, wir suchen uns das nächste Team aus. So, Jungs, weiter geht's und das hier war der meistgelikte Tweet. Er hat einfach mehr Likes als mein eigener. 510 Likes. Möwe ist ein super Team, wirklich. Moin. Meister. So, dann wäre das auch erledigt. Ich gucke wieder weg und wir scrollen, scrollen, scrollen. Stopp, das ist das nächste Team. Sehr, sehr geiles Team. Auch mal so ein bisschen was anderes, denn er hat einen Gravenberg am Start zusammen mit Abedi Pelé. Das sieht echt in Ordnung aus, muss ich sagen. Da nehme ich gerne einen von mit. Was soll ich euch da schon sagen? Das Team sieht so nice aus. Ich nehme wirklich absolut jeden davon mit fürs Team. Also ich würde mich über keinen beschweren. Und natürlich auch nicht über einen Chiellini. Das ist eine Legende und wir holen seine End-of-an-Era-Karte, so wie der Kollege, der mir das hier eingeschickt hat, der Joshua. Grüße gehen raus. Und dafür müssen wir unsere wunderschöne Bank jetzt leider zerstören. Ich finde, die Farben sehen so schön aus, aber Chiellini muss jetzt hier raus und kommt rein in die Startelf. Dann würde ich sagen, drehen wir jetzt wieder und hoch und runter. Ihr habt mir wirklich so viele Teams eingeschickt und die sehen auch alle sehr schön bunt aus. Und dieses Mal ist es das hier, Anfangsteam, ganz klar.
klar, schreibt da der Marlon. Da haben wir einen 99er Lewandowski, Petri, Adama, also so ein Barca-Dreieck. Dann haben wir hier Messi zusammen mit Nunes, Ruben Dias, den man auch nicht so oft sieht. Wir haben wieder die Natale drin und wieder Cordoba. Aber der kann es leider nicht mehr werden. Also was heißt leider? Wir haben ja Willi bekommen. Also besser geht's nicht. Okay, let's go. Wir drehen wieder am Glücksrad. Mal schauen, was der nächste Spieler für unser Team wird. Am Ende wird da überhaupt gar nichts chemietechnisch wahrscheinlich zusammenpassen. Wir haben bis jetzt keinen einzigen Link und auch der passt halt gar nicht. Ruben Dias, Team of the Year. So, damit steht unsere Innenverteidigung. Chiellini und Ruben Dias. Wirklich. Also ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir ein bisschen Chemie bekommen. Hier passt gar nichts zusammen. Geil. So, dann würde ich sagen, ich gucke wieder weg. Wir gehen von ganz oben nach ganz unten und stopp. Servus. Ja, das Team ist es dann. Und Digga, viel besser kannst du das nicht bauen. Das ist ja wirklich, also da fehlen mir die Worte bei Bester. Den De Gea habe ich leider nicht, aber sonst habe ich alle bis auf so maximal. Wir drehen das Glücksrad. Dadurch, dass wir jetzt schon so viele im Team haben, können es natürlich dann auch pro Team, die jetzt reinkommen, immer weniger Spieler werden. Und wer hätte es gedacht? Neben dem 99er Messi bekommen wir auch den 99er Shapeshifter Cristiano Ronaldo. Ist auch echt gar keine Coins-Verschwendung, den Typen die ganze Zeit zu kaufen, zu verkaufen. Ich brauche den dringend als First Owner, wirklich. Aber wenigstens kostet er nur noch 2,3 Millionen. Das sind nicht viele Coins für so einen Spieler, finde ich. Ich guck weg, ihr guckt weg und zack. Das Team ist es und das sieht iconlastig aus und auch sehr, sehr stark. Da haben wir einen R9, Garrincha, Cantona, Carlos Alberto, Roberto Carlos. Ist nice, ist nice. So, hier sind die Karten am Start und wenn wir jetzt einen R9 bekommen, dann wird das Team wieder so lattenteuer. Hilfe. Wir bekommen aber Roberto Carlos und das ist chemietechnisch das erste Mal echt nice, muss ich sagen. Freut mich. Aber die Karte von dem Kollegen, wir hatten es glaube ich erst vor ein paar Tagen, die ist auch immer noch so teuer. Es ist zu krass. Moin Meister, hier einmal wechseln, damit er sein richtiges Bild hat. So, das war das letzte Team. Ich würde sagen, wir gehen jetzt neun Teams runter für R9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9. Okay, er hat Pelé und ein sehr krasses Team, aber leider kein R9. Aber Bruder, das sieht sehr schmackhaft aus. Also, nice. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Let's go. Wir suchen uns da eine Karte aus. Machen wir's. So, Glücksrad ist am Start. Glücksrad wird gedreht. Ich hätte jetzt schon gerne eine Icon, heißt Vieira oder Pelé, muss ich sagen. Stopp, stopp, stopp. Ende Gelände, Vieira. Let's go. Willkommen im Team. Chemietechnisch nochmal ganz wichtig. Und dadurch sparen wir uns auch endlich mal ein paar Coins, denn den Kollegen habe ich auch im Verein. Der kam echt schon vor einer Weile raus, ne? Ist eigentlich krass. Aber ja, so toll ist es jetzt auch nicht. Willkommen im Team. Patrick Vieira. So langsam wird das Team nice. So langsam wird's nice. So, wir scrollen wieder ein bisschen. Man sieht halt wirklich sehr oft die gleichen Teams, muss man sagen. So, wir sind ganz unten angekommen und der Kollege kam dadurch. Wirklich eine nice Qualität, mein Bester. Aber das soll uns nicht abhalten davon, einen von deinen Karten zu nehmen. Ich würde sagen, wir drehen das Glücksrad. So, let's go. De Gea habe ich rausgelassen, weil ich seine Moments-Karte nicht habe und ich will immer die nehmen, die ihr auch am Start habt. Wird's Pelé oder wird's Fernandinho? Es wird Fernandinho. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der passt sogar noch mal ein bisschen besser rein. Der passt sogar übertrieben gut rein. Und zwar stelle ich jetzt hier erstmal den Vieira auf rechts und von der Bank kommt Fernandinho rein und der linkt dann zu Ruben Dias und wenn wir da noch ein Premier League Hüter haben, dann sieht das richtig gut aus. Bis jetzt ist der Einzige, der nicht auf voller Chemie, beziehungsweise auf 6-7 Chemie ist, der gute alte Willi. Aber der braucht ja auch keine Chemie. Der braucht keine Chemie. Damit haben wir nur noch zwei Spots übrig. Torhüter und Stürmer. Ich gucke weg. 3, 2, 1. Let's go. Und da haben wir auch wieder was sehr, sehr Gutes. Okay. Wir nehmen also entweder Alisson von dem Team oder Ben Yedder. Let's go. So, Glücksrad ist am Start. Wird's der Torhüter oder wird's der Stürmer? Ansonsten hatte der irgendwie keine so richtigen Stürmer. Aber einen richtigen Stürmer hatte er. Und das ist Wissam Ben Yedder. Eine unfassbar gute Karte, die ich natürlich freigeschaltet habe. Let's go. Mein Meister, die wahrscheinlich beste Karte, die jemals rausgekommen ist durch diese ganzen 99er-Stats. Wissam Ben Yedder und damit steht unser Team bis auf den Torhüter und am Ende des Tages ist es wirklich extrem geil geworden. Vor allem natürlich unser Rechtsverteidiger. So, damit brauchen wir nur noch einen Torhüter und auf Ansage bekommen wir jetzt irgendwie Manuel Neuer oder so, dass der gar nicht reinpasst. Ich schau weg. 3,
2, 1, boom. Und es ist Schmeichel. Let's go, Junge. Hatten wir das Team nicht eben schon? Ich glaube nicht. Die Teams sehen alle gleich aus. Sind wir mal ehrlich, ohne Witz. Aber Schmeichel passt halt super rein. Der Link zu Ruhm Dias und zu Chiellini. Boom. Damit ist auch die letzte Karte in unserem Team angekommen. 89 Chemie am Ende des Tages. Muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, das wird deutlich, deutlich schlimmer, als wir hier eine Zeit lang überhaupt keine Links hier in unserem Team hatten. Aber ist am Ende des Tages doch wirklich sehr, sehr gut geworden und das testen jetzt mit euren Endteams. Dieses Endteam. Let's go. Junge, 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 das Team kann eigentlich nur böse rasieren. Komm, let's go rein ins Spiel. Ja, es geht auch schon mal gut los. Ich habe so das Gefühl, der Gegner wird sehr schnell weg sein, wenn wir hier zu schnell ein Tor schießen. Ja, Kuss geht raus, mein Bester. Und Wissam Ben Yedda mit dem 1-0. Aber Gegner bleibt da. Bester Mann. Ben Yedda. Macht er gut. Der Gegner weiß auch gar nicht, wo hinten und vorne ist. 2-0. Schönes Ding. Ben Yedda 3-0 nach 10 Minuten. Pause wird angemeldet. Und wieder schauen und reingehauen. Wir gehen rein in ein zweites. Okay, let's go. Auch ein schickes Team, aber jetzt auch nicht das Beste. Ronaldo auf Ben Yedda und der macht das gekonnt. 1-0. Messi auf Ben Yedda. Der ist wieder auf und davon und macht ihn im zweiten. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Ben Yedda 3-0. Di Natale auf Cristiano Ronaldo 4-0. Ja gut, also Gegner, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt hier noch im August machst, aber du scheinst echt Spaß zu haben, ja. Ja gut, damit gewinnen wir das Spiel am Ende 8-0. Ich würde sagen, eure Teams sind auf jeden Fall ja sehr, sehr geil, wie man sehen kann. Checkt hier noch gerne ein Video ab, was aktuell rausgekommen ist. Wir sehen uns morgen zum nächsten wieder. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein und ciao.